Der Sonntagssoziologe im Gespräch über Mensch und Gesellschaft. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Sonntagssoziologen. Heute bei mir wieder unser Stammgast, kann ich ja so sagen mittlerweile, Diego, hallo. Hi René. Und heute muss ich erstmal einen Dankesaufruf an die Hörer draußen machen. Ich habe nämlich eine Spende bekommen. Das heißt, ich habe von einem Hörer eine Spende bekommen. Ja. Ich habe mich schon auch bei ihm bedankt, er wollte anonym bleiben. Hat nicht geklappt, da hat er irgendwie das falsche Häkchen angekreuzt. Und da habe ich ihm gesagt, probier es nochmal. Mit dem Häkchen, das wollte er nicht machen. Hast ja, aber wollte er nicht. Weil die Wahrscheinlichkeit dann steigt, dass es klappt mit dem Häkchen. Das hängt ja auch vom Betrag wahrscheinlich ab. Je höher, umso... Achso, desto unanonymer oder anonymer? Nee, desto anonymer. Also wenn man anonym bleiben möchte, sollte man besser einen höheren Betrag spenden. Achso, höheren, ja. Ja, sonst wird man genannt. Ja. Und dann sagen alle, was ist das für ein Geizknochen? Ja, genau. Also wenn man sicher gehen will, dass man anonym bleiben möchte, so muss das schon eine Höhe haben. Muss das schon ein richtig hoher Betrag sein, ja. Ja, und ich habe ja jetzt so einen Button, so einen Spende-Button, da könnt ihr drauf gucken, da steht armer Soziologe und dann könnt ihr draufklicken und flattern könnt ihr mich auch, so der Flatter-Button, den habe ich da auch. Ja, und dafür danke und allen denen, die jetzt noch nicht gespendet haben, unter www.sonntagssoziologe.de könnt ihr jetzt spenden und zwar hat das mit unserem heutigen Thema auch zu tun, ja, dem Geist des Kapitalismus. Und da muss ich auch konsequent jetzt sagen, ich mache das ja jetzt ein paar Jahre, podcaste ich schon, und habe die ganzen Jahre euch keine Spenden-Button vorgelegt. Und jetzt habe ich einen und dann muss das ja auch nachgezahlt werden, oder Diego? Also ja, auf jeden Fall. Ja, ich würde sagen, klar. Drei oder vier Jahre mache ich das, ein Jahr erlassen war. Ja, also wer jetzt spenden will, der muss dann wenigstens für die zwei Jahre rückwirkend. Ja, und was ich noch plane, ist, Themen ersteigerbar zu machen. Also man kann dann verschiedene Themen, da kann man Betreffs eingeben und das, was den höheren Geldbetrag hat, das besprechen wir dann. Ja, ich kam so auf die Idee, weil wir heute über Kapitalismus ein bisschen reden. Ja. Und jetzt aber eine Frage noch, jetzt habe ich ja die Spende bekommen von einem Hörer. Wenn jetzt fühle ich mich moralisch dazu verpflichtet, nicht mehr anderen Blogs zu spenden, weil ich ja dann das Gefühl hätte, ich würde seine Spende weiterleiten. Und dann wäre das nicht an mich gegangen, dann hätte er gleich den anderen die Spende geben lassen können. Wie siehst du das moralisch? Ich glaube nicht, dass das ein Problem ist, denn erstens ist ja gar nicht klar, welches Geld du verwendest, um zu spenden. Es kann ja sein, dass das Geld, das du für die Spende eines anderen Blogs verwendest, Geld ist, das du verdient hast, anderweitig. Also Diego, durch kriminelle Machenschaften. Ja, aber dann jetzt verweigerst du ja dem Geld die generalisierte Nivellierung. Dann ist das ja fast wie Naturaltausch. Den 10-Euro-Schein habe ich bekommen, gut. Den muss ich dort auch für geben. Ist ja gerade die. Gut. Okay, gut. Aber das hieße ja, dass du überhaupt gar nicht mehr spenden kannst, in dem Moment, wo du eine Spende einnimmst. Ja, und das ist jetzt. Weil dann das infiziert dann sozusagen das Geld, dein Geld, bis auf den letzten Cent. Ja. Und da will ich auch den Aufruf hier machen, wer Geld gespendet hat. Wer Geld gespendet kam und einen Blog besitzt, der darf das nicht weiter verspenden. Denn das wäre dann nicht im Sinne der, die gespendet haben, die wollten ja für den Blog. Und manche machen so, die kaufen dann Mikrofone und so. Aber die kaufen das ja vielleicht dann von dem Geld, was sie sonst hätten sich es auch gekauft. Also sie dürfen sich nur kaufen, wenn sie sich das sonst von ihrem eigenen Geld nicht gekauft hätten. Sonst entsteht nein, da ja ein... Nein, das glaube ich nicht. Nein, nein, nein. Nein, weil wenn jemand spendet, dann für den Podcast, dann geht der oder diejenige ja nicht davon aus, dass es den Podcast nicht gäbe, wenn niemand spenden würde. Den Podcast gibt es ja schon, das weiß man ja. Und die Spende soll dazu führen, dass du, vermutlich soll dazu führen, dass du deinen Podcast, dass du noch mehr Mittel hast, um deinen Podcast aufzupeppen. Also, dass ich mir noch qualifiziertere Personen wie dich leisten kann.
Ja, kostet mich ja immer teuren Kaffee. Genau, hier, dass meine Gage dann noch steigt teure, entsprechend und meine Motivation Kaffee dann noch höher wird. Ja, dann, ich stelle das ja nur zum Nachdenken in den Raum, dass die Leute überlegen, also ich spende jetzt jemanden und wenn ich weiß, der spendet auch jemanden, dann überlege ich mir das auch zweimal, weil er hat ja dann Loch in seinem Geldbeutel und das fülle ich auf durch meine Spende. Ja, es kommt ja wirklich darauf an, wie festgelegt die Spende ist. Also das haben wir ja immer wieder bei so Katastrophen, wo man dann SOS, Hilfskreuz und ich weiß nicht wem alles dann man spenden kann, aufgerufen wird zu spenden, unter anderem ja auch in den Nachrichten diese Aufrufe dann laufen und dann heißt es ja immer, ja, wird das Geld denn auch sachgemäß verwendet? Ja. Also wird das dann auch entsprechend für die Notbedürftigen ausgegeben und da ist zum Beispiel ja ganz eindeutig, ist ganz klar, ich spende jetzt für die Menschen in Haiti oder in Japan oder wo auch immer dann eine Katastrophe gerade stattgefunden hat. Und dann möchte ich halt wissen und hoffe, dass das Geld, das ich gespendet habe, auch wirklich diesen Menschen zugutekommt. Und sei es, dass es beispielsweise dazu dient, das Kerosin zu zahlen, das das Flugzeug verbraucht, in dem dann Hilfsgüter enthalten sind und dahin transportiert werden, die ganz schnell da benötigt werden. Das heißt, es hängt davon ab, wie eindeutig du diesen Aufruf gestartet hast. Ja, ich kann das nicht ganz so akzeptieren, denn wenn ich an eine Hilfsorganisation spende, spende ich an ein System, was nur daraus existiert, dass es hilft. Wenn ich an einen Menschen spende, spende ich natürlich an ein System, was noch andere Ausgaben hat und was es sich vielleicht dann überlegt, wenn ich das Mikrofon hier durch die Spende bezahlt bekomme, was mache ich mit dem Geld, was ich sonst in das Mikrofon gesteckt hätte? Ja, das kannst du dann, damit kannst du dir ein Eis kaufen oder mehrere. Ja, und wenn ich es aber dann verspende, dann hat er ja quasi entweder mein Eis gespendet, was er wahrscheinlich möchte, oder halt gespendet, dass ich einen anderen Block unterstützt, wo ich nicht weiß, aber das möchte, vielleicht hat er eine ganz andere politische Gesinnung, und fässt sich an den Kopf, wenn ich da... Ja klar, das kann sein, aber ich glaube, derjenige, der spendet, oder diejenige, in dem Fall war es ja ein Er, wenn ich es richtig verstanden habe, der stellt das dann auch in Rechnung, also der weiß, dass er dir spendet, weil er dich als Person unterstützen möchte, weil du freiwillig, unentgeltlich diesen Podcast den geneigten Hörerinnen und Hörern zur Verfügung stellst. Also, das ist eine schwierige Frage mit der Spende, die lässt sich so eindeutig nicht beantworten, beziehungsweise würde halt davon abhängen, wenn du keine klaren Richtlinien, keine Satzung hast und das nicht entsprechend dann auch dargestellt hast auf deiner Seite, dann ist das ein Freibrief. Ist es, glaube ich, ein ganz uneindeutiger Fall. Das lässt sich, glaube ich, so eindeutig nicht beantworten. Also, die Sache ist ja die, wenn wir spenden zum Beispiel an Dritte Weltstaaten, dann kommt es ja oft vor, dass wir spenden zwar für die Hungernden und das Geld geht auch an die Hungernden und an die medizinische Versorgung, aber der Staat selbst hat dann wieder mehr Geld für Militärausgaben. Da hast du genau das gleiche Problem. Da hast du ja wieder das gleiche Problem. Wobei, wenn wir spenden, also klar, bei Ländern wie Japan, weil ich habe mir jetzt nie Gedanken darüber gemacht, gut, die haben auch eine Schuldenkrise, haben auch irgendwie einen schlechten Haushalt, aber das ist ja jetzt kein Staat, der besonders arm oder auf jeden Fall, ne, also die Wirtschaft die ist ja jetzt nicht, liegt ja nicht am Boden in Japan. Aber wenn, also ich denke, die meisten Hilfsaktionen und Spendenaufrufe gehen ja dann zu Ländern, die eine Naturkatastrophe dann erleiden mussten, die schon am Boden waren wirtschaftlich. Mhm. Also wo man davon ausgehen muss, dass der Staat über nicht ausreichend Mitteln verfügt, die Hilfe zu leisten. Und wo der Staat, wenn die Hilfe geleistet wird, also durch die Spenden, dann trotzdem immer noch nicht kein Geld hat oder nicht genug Geld hat, um sich davon Panzer zu kaufen, aber also die Frage ist natürlich jetzt, beenden wir den Podcast an dieser Stelle, weil wir schon so viel Zeit verbracht haben?
Oder ja, machen wir jetzt noch Max Weber oder schon. Machen wir das nächste Mal Max Weber? Ich meine jetzt nur für die Hörer, wir machen das ja gleich. So, vielleicht ja, machen wir da eine eigene Folge draus. Ich weiß nicht, ob du jetzt den so, aber so eine Mini-Folge. Ja, einfach mal zwischendurch. War, ja, okay. Ja, dann sage ich mal, brechen wir hier ab. Das war's mit dem Kapitalismus. Okay. Da kommen wir heute nicht zu, sondern das ist nur gemachter Kapitalismus, kein theoretischer. Das ist von mir jetzt gemachter Spendenkapitalismus gewesen. Schön, dass du hier warst, dass wir darüber geredet haben. Ja. Und nächste Woche reden wir dann wirklich mal über Max Weber und den Kapitalismus. Okay. Bis dann. Ja. So, jetzt sind wir wieder da. Ja, hallo, nochmal hier. Ja, herzlich willkommen zum Sonntagssoziologen mit dem Studio. Studio ist es ja gar nicht, ist ja hier. Ja, was ist das eigentlich hier? Sind wir bei dir oder bei mir? Das weiß ich nicht. Okay, herzlich willkommen von hier. Ja.